Alter. Sieh dir das an. Du hast viel zu lernen, junger Grashüpfer. Wie hast du mich bemerkt, Mann? Ich dachte, du meditierst. Das war Visualisierung. Meditation hilft dir, präsenter zu sein, Spiky. Und nicht total abzudriften. Du machst das bestimmt auf dem Auto, da bin ich sicher. Ja, genau. Was soll das heißen, hm? Man setzt sich nicht auf eine Matte und wird präsent, wenn's losgeht, Mann. Nein? Nein, man ist aufgekratzt. Zieht sich Musik rein oder so. Aufgekratzt? Okay. Nimm das mal. Okay, du bist schon halb da. Du kennst doch Ken Block, oder? Ach, schon wieder Ken Block, Mann. Unfassbarer Typ. Der macht echt krasse Videos. Gymkhana-Videos. Haben über 100 Millionen Hits. Das ist fast wie ein Actionfilm, außer dass es echt ist, verstehst du? Hier, du kennst das bestimmt schon. Aber er hat immer was Neues. Ah, ich schick dir den Link. Nimm es als Inspiration. Dann trennen wir die Männer von den Jungs. Yeah, komm. Fester Handgriff, Mann. Pussy. Komischer Typ. Ohne Stützräder. Das gelernt mit Style zu fahren, ne? So, warte mal, die Mac Eggmac hat uns hier noch. Hey mein Freund, Magnus hier. Lass uns eine Runde drehen, schnell und sauber. Ich werde da sein. Meld dich. Bis dann, Kumpel. Oh Scheiße. Ich kann nicht in die Werkstatt fahren jetzt, weil da direkt ein neues Event startet sonst. Wir müssen mit der Laube jetzt gegen Magnus antreten. Uiuiuiuiui, der macht uns bestimmt rund. CJ-tastisch schwer. Hoffentlich ist das ein Duell. Dann können wir den nämlich abdrängen und so. Weil viele Autos sind, da haben wir ein Problem. Der Typ ist bestimmt der Shit überhaupt. Der fährt bestimmt mit 400 Sachen durch die Gegend. Ich bin gespannt, was für ein Auto der hat. Na. Okay, bereit? Versuch einfach an mir dran zu bleiben, alles klar? Dranbleiben, okay. Ich versuch dich abzuziehen. Ach, der fährt einen Porsche. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Okay. Ich werde nur leider gerade von Magnus abgezogen. Tja. Der macht uns sowas von rund, der Typ. Da kann ich nichts machen.
Das ist KI vom Allerfeinsten. Da komme ich nie im Leben dran an den seine Speed. Nicht solange ich die Karre nicht komplett getunt habe und dazu fehlt uns noch die Level. Alter, wie schnell der einfach ist. Ich frage mich, ob wir den jemals besiegen. Guckt euch das an, der fährt weg, der ist weg vom Radar gleich. Er ist weg. Ich schätze mal, so wird das nichts mit dem Auto. Ich wüsste nicht, wie man den einholen soll oder besiegen, geschweige denn. Nee, viel zu früh gegen den Typen anzustinken. Gegen den haben wir noch keine Chance, noch lange nicht. Durch den Scheiß, Mann. Ich fahr doch schon hier wie ein Bekloppter. Nee, das wird nix. Puh, wo ist der, bitteschön? Wenn er so schnell ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir seine beschissenen Zeiten schlagen konnten. Und wir sehen den nur nicht mal. Der ist einfach weg. Weg. Komplett weg von der Karte. Kann ich so viel Nitro einsetzen, wie ich will, den sehen wir gar nicht mal. Das hat nichts, da kann man auch nicht sagen, Noob, bla bla. Mehr kann der Wagen im Moment nicht. Ihr seht jetzt selbst, dass der Typ auf der Karte nicht zu sehen ist und auch nicht mehr auftaucht. Da kann ich nichts machen. Den besiege ich nicht mehr. Und da vorne ist schon irgendein anderer Typ schon wieder. Ja. Jetzt kann ich schon wieder neu starten, also wirklich, ne, das ist der Knaller schlechthin. Das schaffe ich nicht, das kannst du vergessen. Das ist viel zu schwer. Der fährt locker 300 und mehr. An dem dranbleiben geht doch gar nicht. Guck mal, der fährt doch so weg. Verschwindet gleich wieder vom Radar und dann war's das. Eigentlich können wir hier ganz geschmeidig fahren. Den holen wir sowieso nicht mehr ein in dem Leben hier. Da ist er weg, da jetzt wird er langsam. Ja, ja klar, weg ist er. Alter, diese Grafikpunkte. Ja, okay. Naja, ich fahre da drin aber immer zu Ende. Besiegen können wir den nicht. Das geht vom Spiel aus wohl noch nicht. Einfach zu lahmarschig die Karre hier. Mein Gott, immer dieses Geruckel hier, ne? Den siehst du ja nicht mehr auf der Karte, Alter. Übertreib doch mal. Der ist einfach weg.
fällt nichts ein, also gibt keine mehr Möglichkeit, den Typen zu besiegen im Moment. Der ist einfach zu schnell, der ist bestimmt schon im Ziel oder so. Ja, was willst du machen? Das ist halt KI, die auf die Schiene fährt, ey. Die kann auch durch Wände fahren, wenn sie will. Flipping interessiert die nicht. Vorne ist er, kurz vom Ziel sehen wir ihn nochmal, weißt du? Witzig. Hammert, ne? Guckt euch die Scheiße, Mann. Wären wir jetzt hier vorne gewesen, hätten wir jetzt Topsit verkackt. Verloren. Tja, Loser. Ja, du Lusche hast es voll nicht geschafft. Okay, du hast einen Tag Pause gemacht, kein Problem. Aber Erfolg ist die Freiheit, das zu tun, was du tun willst. Also geh wieder da raus, okay? Wir sehen uns. Kann halt sein, dass wir das Rennen verlieren sollten. Kann halt sein, dass das gar nicht anders ging, dass wir das gar nicht gewinnen konnten. Nee, ich werde nicht nochmal gegen den antreten. Erst wenn wir Level 50 sind. Wir machen jetzt erst die anderen Sachen. Der ist zu schnell, der Typ. Was willst du denn da reißen, Alter? Selbst wenn wir das hätten gewinnen können. Wenn du eine viel schnellere Karre hättest. Ja, die anderen haben ihre Autos schon voll aufgemotzt wahrscheinlich, ich noch nicht. Naja, gucken wir mal, was hier bei dem Outlaw los ist. Sollten wir nicht irgendwo hinfahren noch? Stimmt, wir machen erstmal das andere. Wo denn? Ach, hier. Breit und eng. Oder ist ja leicht. Alter, hat der uns abserviert, der Kerl, ey. Na gut, hätte ich die Outkarre getuned mit allem, was im Moment geht. Wir hätten ja noch über 200, 300 PS rausholen können. Hätten wir vielleicht geschafft, aber. Naja, ist auch jetzt egal. Okay, die Zeit läuft. Mach dich startklar. Upsala, meine Güte, was ist los hier? Ich hasse diesen Punktabzug, ne? Hier läuft schon wieder Genetik im Hintergrund. Ich bin Schläger Jaubert, du Eierkopf, ey. Grad kein. Komm weg hier. Ja, bleib hängen, Alter. Ist doch kein Problem. Krasse Scheiße. Ziemlich eng hier. Ja,
Ja, das schaffen tun wir sowieso, aber wäre schon cool, wenn wir hier mal perfekt durchkommen würden. Wenn diese Karre nicht bald in der Werkstatt sieht, ey, weiß ich nicht, dann fällt der auseinander. Blabla, laber nicht so viel. Ich glaub's nicht. Ich weiß nicht, ob es die Server sind. Oder wirklich, statt die permanent so heftig abstürzen die Frames. Wenn ja, Glückwunsch. Hat der super geil ein Spiel rausgehauen. Ist ja auch geil das Spiel, aber die Frames, was darf nicht passieren? Irgendwie will ich gerade nicht. Die Drift Skills verlassen mich. Ach komm, ich fahre da drin einfach zu Ende. Sind die beiden eigentlich abgeblieben? Ich stehe im Moment nicht aus, aber... nur sehr schwer. Boah, die ziehen sich so in die Länge, die letzten 5 Level. Und was ich so höre, werden die Cops unten nicht weniger. Lass uns fahren. Naja. Dann lass uns fahren. Kein Problem. Ich weiß nicht, was der für ein Problem mit den Bullen hat. Gewonnene Teile, bla bla. Weit reicht. Ja, komm. Weggedrückt das Lied. Das ist nur GEMA-Probleme hier wahrscheinlich, sonst. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Gib Feuer. 30.000 Punkte, du Witz. Ich wollte schon sagen, Hetty, hä? Aber er hat schon nur dasselbe Spielerbild. War denn hier kaputt? Bei uns Auto. Schrecklich. In der nächsten Folge versuchen wir erstmal das mit der Amy da. Boah, ist der zermüllt, Alter. Zerstört bis zum Gegner, Alter. So, mal eben die Punkte da. Das Zero Spin, den haben wir da im Livestream auseinandergenommen, den Typ. Dass die nicht repariert werden nach so einem Rennen, ist schade. Der für Auspuffblender drunter immer, was ist denn bei dir kaputt? Hä? Vergewaltigt er den BMW mit dem Japaner-Scheiß? Oh. Also habe ich mir was ausgedacht. Probier's aus. Mal sehen, was passiert. Bis dann. Du kannst mich so mal was von am Arsch lecken, ne? Gewinne das Sprintrennen gegen Magnus. Hier muss ich jetzt gewinnen. Vorhin hieß es fahre. Okay, dann konnten wir das vorhin vielleicht gar nicht gewinnen. Oder es war egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Ich fahre gegen den aber nicht. Das kannst du vergessen. Das ist erst, wenn das Auto aufgemotzt ist, das blamieren wir uns nur bei dem Typen. Der braucht noch viel Tuning und Liebe, der Wagen hier. Und dazu fehlen uns noch 4 zarte Level, die sich echt Zeit lassen. Wir versuchen erstmal alles andere.
ist nicht zu Ende. Der nächste Lauf wartet schon. Wir sehen uns. Ja, pack den Eis. Hartes Durchgreifen. Hey, Junge, bist du bereit? Ich glaube, der gehört nicht zum Rennen hier, der Typ. Danke, danke, ihr Dreckspots. War mir eine Ehre. Ich kann die Drift mehr mit der Karre ordentlich hin, ne? Das stimmt nicht. Ist da was verstellt? Wow. Chill mal deine Base, Frankie. Danke, sei stark. Kein Problem, bleib stehen, Alter. Ist kein Ding, Mann. Ah, fahr mal einfach im Weg rum. Das sind ja nur die Punkte, die mir verloren gehen, ne? Ja. Ich kann keine schnellen Drifts machen, wenn die Affen hier überall im Weg sind. Da, ich werde immer förmlich zu denen hingezogen. Das ist der Wahnsinn. Nee. Ja, was ist denn das, Alter? Wie willst du denn hier in Ruhe driften mit dem ganzen Haufen Idioten? Und das Auto hat auch keinen Bock im Moment. Irgendwas ist so hier faul, ey. Das ist ziemlich driftbelastet, das Spiel. Also wisst ihr, was ich mit der Gummiband-KI meine? Die sind immer noch die ganze Zeit hinter uns jetzt geblieben. Obwohl die ganze Zeit so lahmarschig waren. Wie ich da noch gehen ist... normal. Hat Platz hier. Ne, irgendwas stimmt nicht. Ich habe keine Konzentration oder was, ey. Die stehen mir nur im Weg, der Wagen bricht nicht mehr aus. Das Rennen hier, also die Runde ist richtig schlimm. Voll verkacken. Ach. Oh ja, ja, ja. Ja, schöne Scheiße, ey. Die sind aber auch immer im Weg, ne, das ist so krass. Diese Frame-Scheiße, das kloppt, das sind eher die Server, ey. Das kann nicht sein, ey. Dreckige Billig-Server sind das hier. Naja. Videos gepostet haben, muss ich mir im Bunker ansehen. Mein Telefon spinnt. Naja, vielleicht sehen wir uns da, okay? Bis später. Bunker, Bunker. Immer Bunker, ey. Das wird, ey. Das gleiche gilt auch für Ken Block, ey. Den werden wir auch irgendwann treffen, glaube ich. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass unsere Karre mal wieder nach irgendwie Auto aussieht und nicht mehr nach diesem Metallhaufen. Wir gehen jetzt erstmal zu Amy und dann zu den Outlaws oder Robert Schätzchen haben wir auch noch hier. Gegen Magnus fahre ich nicht, ich kann es vergessen. Erst wenn ich meine Level 50 habe hier und volle Teile. Mit dem will ich mit maximaler Geschwindigkeit entgegentreten. Wenn ich dann verliere, dann ist er halt der Bot einfach besser als ich. Mr. Magnus. Gut. Unser Auto sieht aus wie nach, keine Ahnung, Stocker.
Wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Macht's gut mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal wieder einen Daumen nach oben da. Und gut, tschüss, du Spack! Rammt der mich da?